Sogar der Fährmann ist im Tor. Ihr wisst ja, wie gern ich Fährmann hab. Kappa. Servus Freunde und herzlich willkommen zu einem weiteren Video, Freunde! Herzlich willkommen zu Viertelfolge 4, genau so ist es. Und heute ist es endlich an der Zeit, der Titel sagt ja schon, Abwehr ist die beste Verteidigung und ja, meine Abwehr ist alles andere als gut, wenn man den Angriff da vorne sieht. Also dieses Team habe ich momentan ausgetestet von A bis Z. Wir haben das Daily Knockout im Stream gespielt, kann man nochmal nachgucken. Bis auf die Verteidigung läuft es mega mega rund und viele fragen sich, warum ich zwei Stürmer zur Passwahl gestellt habe. Ich kann dadurch vier verschiedene Aufstellungen spielen. 4-4-2, die zweite ist meine favorisierende Aufstellung. Beide Arten von 4-2-3-1 und 4-2-2-2. Also das sind so die Aufstellungen, mit der ich antreten werde gegen meine Gruppengegner. Eventuell auch noch 4-3-3-4. Also im Großen und Ganzen brauche ich nur zwei eher defensiv gestellte Spieler. Und Khulid, Leute, ich habe deswegen so lange auf die Defensive gewartet. Khulid brauche ich jetzt nicht mehr unbedingt für die 50.000 Coins pro Tor, weil die Verteidigung jetzt nicht allzu teuer sein wird, dadurch, dass ich die doppelte Coins-Folge verkackt habe. Ich wollte ganz, ganz ehrlich Part 1 Prime Icon Ferdinand und Part 2 Prime Icon Laurent Blanc stellen. Wie gesagt, es war meine schlechteste Folge leider. Trotz allem, egal wie es jetzt ausgeht, ich brauche wieder euren Support. 4 oder 5 Stunden nach Upload dieses Videos werde ich die nächste Folge aufnehmen. Deswegen kommentiert so schnell wie möglich Part 1 und Part 2 im Anschluss. Lasst doch gerne den Daumen nach oben. Ich danke euch jetzt schon. Ich suche jetzt mal das erste Spiel. Let's go. Okay, Leute, nicht erschrecken. Das Team heißt Vierteltest. Okay, werde ich dann natürlich sofort ausbessern. Also, Leute, Team heißt Viertel. Also, wundert euch bitte nicht. Ich habe davor noch ein Spiel gespielt. Es wird geändert. Also, kein Fake oder irgendwas. So, meine Freunde, den ersten Gegner haben wir gefunden. Krankes Team auf jeden Fall. Ah, Dream Nation. Da muss ich mich auf jeden Fall mega, mega anstrengend. 3 Ikonen, sind das nicht 3 Prime-Icons sogar? SBC Cristiano. Ja, wird eklig werden. Ich gebe trotzdem mein Bestes, ihr kennt mich. Let's go. Uff, das war knapp. Komm. Ah, schade. Aber die Schigi-Flanke, die Schigi-Flanke. Die zweite Schigi-Flanke in dieser Viertelreihe. Gefällt mir. Eden Hazard sogar. Schön gemacht. Also er hat sich richtig reingefetzt in diesen Kopfball. Nein. Fußtritt. Nein, komm, 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 komm. Nein. 1-1. Goretzka, warum? Jetzt aber, komm, komm, komm. Was? Was? Hä? Let's go, jetzt aber. Jetzt aber, kommt, kommt. Komm! 1-2! 3 Chemie in Form Nengulan! Nengulan! Egal! 1-2, schön! 30.000 Kreuz, ich muss mich feiern lassen! Ich bin rich! Kappa! Let's go! Mach jetzt nicht diesen, mach jetzt keine Orge. Sehr schön. Und auf Hazards. Dragback. Rauf. Und Pommes. Das wäre so schön gewesen. Aber der Ball ist noch da. Doppelpack. 1-3 Hazards. War auch wieder ein schöner Spielzug. Muss ich mich selbst loben. Ja, ich grüße dich zurück. Ja klar, sei doch selbstbewusst. Doppelpack. Tut's noch ein bisschen Schmusi machen. Schön. 1-3. War aber wirklich, also da habe ich mir schon gedacht, wow, schön, die Stars, Bipapo, durch die Beine, olle. Schön. Ein Tor geht noch. Ein, oha. Keinen weiteren Gegentreffer erhalten, ne? 60.000 Coins ist ein sehr, sehr guter Wert. Ja! 1-4! Ganz ehrlich, ich habe mich schon vorher gefreut, bevor ich den Ball im Tor gesehen habe. Irgendwie, ich habe gespürt, der geht rein. Aguero, danke an euch, dass ihr mir Aguero gegeben habt. Echt so.
1:4. Super stark. 90.000 Points. Braucht noch die Hälfte, Leute. Und wieder. Wieder, nein. Sogar der Fährmann ist im Tor. Ihr wisst ja, wie gerne ich Fährmann hab. Kappa. Dass der Fährmann gegen mich mal 4 Tore bekommt. Das muss ich mal in meinen Kalender notieren. Nein. Es ist zu einfach, wenn die Innenverteidigung Silber ist und keine Chemie hat. Minus 30.000 Coins. Das ist nicht gut. Danke, De Gea. Ohne dich kein Mich. Ich liebe dich. So, kein Abseits. Kein Abseits. Tor! 2:5 bei Pommes. Schön. 2:5, wieder 90.000 Coins. Ach du Scheiße, Leute. Ich muss mich jetzt bemühen, keinen Gegentreffer zu erhalten. Das war irgendein Pimmelpammel-Tor, oder wie man das nennen kann. Keine Ahnung. Pimmelpammel. Okay, wir nennen es jetzt so. 2:5. Bitte kein Gegentor. Super. Ei. Oh, Pfosten. Ich bin mehr als zufrieden. Ich muss das Ganze einfach nur wiederholen. Oder, nein. Bitte nicht, Alter. GG auf jeden Fall an den Gegner. Sieg 5:2. Sehr, sehr stark gespielt. Leider Gottes, wie gesagt, Abwehr ist chemielos. Nainggolan ist chemielos. Hat trotzdem sein Tor geschossen. Starkes Rümpchen. Ich überlege. Ich habe jetzt 90.000 Coins. Ich überlege, ob ich Hullet nicht nochmal in den Sturm stelle. Sehen wir gleich. Zweites Spiel. Let's go. So Leute, nach einer gefühlten Ewigkeit der zweite Gegner. Wieder Cristiano SBC. Van Basten. Ist das Van Basten? Krankes Team auf jeden Fall. Bale, Martial. Ich hoffe, er ändert die Aufstellung. Ich habe mega Probleme, wenn so viele Mittelfelder-Spieler vorhanden sind. Aber ja, ich gebe mein Bestes. Mit Hullet in den Sturm. Bei dieser Aufstellung, ja, gestaltet sich sehr, sehr schwer. Egal, Leute. Let's go. Ich muss mit 2 oder 3 Toren Unterschied gewinnen. Komm. Nein, doch. Oh mein Gott. 0:1. Schön. Dir leid. Hatte ich mega, mega Glück, muss ich schon sagen. Aber wieder mal Player of the Month, Aguero. Hab gesehen, Broski wird den auch höchstwahrscheinlich in seinem Team haben. Dachte, ich werde der Einzige sein. Aber wir sind ja die zwei, die Player of the Month, Aguero besitzen. 0:2! Krank! Geiler Start! Jesus und Bae! Promise! Schöne Zusammenarbeit! War das jetzt durch die Beine? Was ist mit Ter Stegen los? Leute, was ist mit Ter Stegen los? Krass! 0:2! Es darf so bleiben! Es muss so bleiben! Gut gemacht! Super! Die hauen sich rein! Die hauen sich alle rein, meine Spieler! Oh, wundergut. Was ist wundergut für ein Wort? Shit. Komm, lass es kein Tor werden. Glück für mich. Aber was ist wundergut? Alle mal Hashtag wundergut, wenn ihr bis dahin geguckt habt. Nainggolan. Komm. Das ist ein super Laufweg gewesen von Bae. Von Bae 0:3 und jetzt. Jetzt vorbei, bitte. Ich brauche eigentlich nur diesen 3-Tore-Vorsprung, aber mit dem Rage Quit kann ich mir noch etwas überlegen, weil das gibt noch zusätzlich 50.000 oder 100.000. Ich weiß jetzt, 100.000 Coins sollte es geben. Ja, der Rage Quit. Und Leute, ihr könnt mir jetzt nicht sagen, dass beide Teams nicht gut waren. Beide Teams sind mega, mega gut gewesen. Vorher 3 Prime Icons, jetzt 3:0, erste Halbzeit 0, wie ist das? Ich fühle es. Ich fühle dieses Spiel, ich fühle Fatal, ich gebe alles. So, er ist sogar bei dieser Aufstellung geblieben. Ihr seht es, ich bin wieder mal euphorisiert, emotional, bis in die kleinste Zehenspitze, Haar oder wie das heißt, keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich jetzt ausrechnen, wie viele Coins ich habe. Ihr werdet es gerade sehen. Ihr wisst ja, es gab irgendeine Folge, ich glaube Folge 2, wo ich mich fett verrechnet habe. Jetzt müsste ich alles richtig gemacht haben. 280.000 Coins. Und ja, Leute, jetzt kommen wir zur Paarauswahl. Ich bin mega gespannt.
Bis gleich. So Leute, willkommen bei der vorletzten Paarauswahl. Die Zeit vergeht mega schnell, die Folgen vergehen wie im Flug. Jetzt ist es endlich an der Zeit, die Defensive zu verstärken. Bitte votet so schnell wie möglich, weil die nächste Folge wird in den nächsten Stunden bereits aufgenommen. Paar Nummer 1. Second Inform Ake und Inform Serge Aurier. Paar Nummer 2. Second Inform Otamendi und Inform Kolarov. Auch hier gilt es wieder, schreibt in die Kommentare Paar 1 oder Paar 2. Liked sehr gerne eure Kommentare hoch. Vergisst nicht, dem Video einen Daumen nach oben zu geben. Ich danke euch für euren Support. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Morgen kommt bereits die nächste Folge und dann wird auch die Weekend League mit dem Fatal Team gestreamt. Ciao, Freunde.